doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Los geht's. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer und wir sind im altbekannten Fahrstuhl. Ich hoffe, dieses Video wird euch gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und kommentieren. Los geht's! Sie wissen, dass ich aus dem Block bin. Wissen, dass sie so, damit dieser Vlog nicht ganz so random ist, hole ich euch mal ab, was ansteht. Also, ich muss nach Nürnberg. Warum? Einfach aus dem Grund, für die Leute, die es noch nicht wissen, am 4.3. eröffne ich einen Laden in Nürnberg. Und da ich wissen muss, wie es da läuft und ich ab und zu mal hier machen muss, Jungs, Gas geben und sauber arbeiten, fahre ich heute nach Nürnberg, weil ich einen freien Tag habe, um mir das Ganze anzuschauen, weil in weniger als einem Monat, in 3 Wochen, soll der Laden eröffnen. Und deswegen muss ich mir da mal ein Bild abholen. Und ich möchte selbstverständlich euch auch zeigen, welcher Stand gerade der Laden hat. Und der nächste Punkt ist, wir haben gleichzeitig heute noch ein Shooting. Und wenn ich mal die Zeit habe, dann werde ich auch die Zeit nehmen, um beim Shooting da zu sein. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Yeah, if I tell this bitch to pull her, she gon' moped it. My doggy don't smoke on shit unless it's unleaded. I'm back and so, ich mache jetzt einen kurzen Break, beziehungsweise ich muss mir was zum Trinken holen. Ich bin fast da, also das heißt so, ich bin um 45 Minuten bin ich bei unserem Shooting. Ich bin so gespannt, ob die jetzt hier zum Beispiel VitaVate haben. Keine Qualität. Keine Qualität. Oh, Qualität. Oh, das ist doch Qualität. Da ist Qualität. Da wird auch zugeschlagen, sage ich euch so, wie es ist. Tut mir leid, Leute. Musst du machen. Komm, Abfahrt, Junge. Und weil ich ein erwachsener Mann bin, habe ich mir auch einen doppelten Espresso geholt. Das verstehen die Leute, die genauso erwachsen sind wie ich. So ein doppelter Espresso. Nicht verkehrt, also wirklich. Das ist so wie ein Booster. Also damit läuft es auf dem Klo besser und du wirst zeitgleich wach. Also falls einer mal eine ganz komplette Körperreinigung machen möchte, haut euch einen doppelten Espresso rein und das Klo wird euch danken. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? So, ich halte in Hand. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Achtung, ausschreiben, ich habe eine Marktlücke entdeckt. Mir ist aufgefallen, bei Tankstellen gibt es nichts Gesundes zu kaufen, also was essenstechnisch angeht. Das heißt, an alle coolen, gesunden Restaurants, Marken, Essensprodukte, kommt in die Tankstellen. Man kann wirklich nichts Gesundes bei der Tankstelle kaufen. Und das ist eine Marktlücke, aufschreiben. Marktlücke, deckt das ab, bitte sehr. Kostenloser Tipp. Was Gutes. Jetzt seht ihr mich aus dieser Perspektive, weil hinter der Kamera jetzt ein Kameramann ist. Ich bin jetzt beim Shooting. Wir werden da reingehen. Ich werde euch mal einfach zeigen, wie sowas läuft, was so für Sachen kommen und werde mal so ein bisschen meine Meinung geben zu irgendwelchen Models oder so. Hey, sehr gut gemacht und so. Ich werde einfach wie immer sinnlose Kacke machen, obwohl das Ganze eigentlich mir gehört. Wir sind jetzt hier gerade bei der Location. So sieht das Ganze hinter den Kulissen aus. Und ihr seht dann immer auf Instagram so das Endprodukt. Aber da steckt echt viel Arbeit dahinter. War cool, das zu sehen. Und ich glaube, ihr werdet es nicht mehr heute sehen, aber morgen werdet ihr den Zwischenstand vom Laden sehen und wie er am Ende aussehen soll, weil das wurde nochmal komplett umgeändert. Der Schmerz bleibt. Fühl ihn wie ein Stich. Für die Leute, die es noch nicht wissen, wir haben ja Basics im Shop und ich finde es immer cool, cleane Sachen zu haben und es werden jetzt nochmal komplett neue Basics in den Shop kommen. Und das sind so die Farben, die ihr sehen könnt. Also die Farbe ist in meinen Augen unglaublich geil. Hinten ist es clean, ich weiß nicht, ob man die Bedruckung sieht, da steht einmal Basic as soon as possible. Basic. Und das ist eine Farbe, die meine Favorite-Farbe, wirklich, no cap, die ist so cool. Und dann sieht man halt hier auch noch andere Farben. Wir haben hier so einen coolen Türkiston, das ist so ein rosa-beige-Ton. Bap, bap. Und wie sowas Ganze angetragen oder am Körper sieht. Oh, das kann man auch zeigen. Das sind die T-Shirts dazu. Zum Beispiel, ihr tragt das T-Shirt. Haben wir hier einen Zipper? Nee, aber den Hoodie.
so und hintenrum so. Was jetzt auch in neuen Farben rauskommt, sind die David gelayerten Hoodies in jetzt so einem Sky Blue. Die Leute verstehen nicht immer so ganz, warum die in Anführungszeichen so teuer sind. Sie sind teuer, das weiß ich auch, aber die sind doppelt gelayert, das heißt ein doppelter Hoodie in Anführungszeichen. Und ich kann euch mal zeigen, wie die aussehen am Körper. Also der ist extrem dick. Ich weiß nicht, ob man das auf Video sieht oder drauf bekommt, aber diese Jacke ist halt extrem dick und fest. Das sind die David gelayerten Hoodies. Dann gibt es die normalen Hoodies, die neuen Basics, die kommen werden. Ich sehe die Sachen auch zum ersten Mal, aber ich bin beeindruckt. Oder ich finde es cool, sagen wir so. Komplett, also wir haben ja so viele neue Farben. Das ist auch eine neue Farbe, nämlich ein lila Ton, der kommt. Dazu wird dann auch noch ein Rotton kommen, weil sich viele Rot gewünscht haben. Ich weiß nicht warum, aber wir haben es umgesetzt. Rot. Ich bin persönlich kein Riesenfan von Rot, aber es geht ja nicht immer um mich, sondern auch um viele da draußen, die Rot feiern. Und wir haben einen coolen blauen Ton. Cool. Und das sind unsere Models, die haben die neuen Basics, haben die cool aus. Gefallen euch die Sachen? Yes. Die Hosen krass. Ja? Ja, cool. Sieht auch cool aus, wirklich, weil die haben den Farbton extrem krass. Halt weiß. Ja, ne? Der Farbton ist sehr cool. Kompliment an die Leute, die es gemacht haben. Meine Diamonds aus Afrika, hab ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie trage. Oh Gott, will mein Ohr. Also, das ist ein Tisch, der ist lila. Das ist ein Tisch oder beziehungsweise eine Wand, die lila ist. Und da werden unsere Models stehen, weil das ja die Basics sind. Das heißt, das wird eine Wand sein, rechts und links wird weiß sein. Und dann wird das Model mit diesem Hoodie zum Beispiel hier davor stehen. So. Wisst ihr, was ich meine? So. Hier mit Dina. So. Gut erklärt. Ich habe gerade unsere Models gefragt, woher sie kommen. Düsseldorf, coole Stadt, macht mal nichts verkehrt. Aber einer hat richtig ins Klo gegriffen. Sag mal, woher du kommst. Hannover. Ich will keine Stadt disrespekten an alle Hannover. Jungs, schöne Grüße, aber Hannover ist tot. Wirklich, Jungs, die aus Hannover kommen, schreibt in die Kommentare und gibt es zu. Hannover, da kannst du ja, wirklich. Ja, hat er recht. Ehrlich, ne? Ja? Jeden hätte ich gar nicht gedacht. Er hat zu mir gesagt, er kommt aus Gießen, auch nicht leicht, Mann. Und du, aus welcher Stadt kommst du? Berlin? Berlin, Dicker. Alle von uns, weißt du? Als erstes, ich möchte niemanden zwingen, ich möchte niemanden sagen, dass er was machen muss. Wenn man sowas macht, dann kommt das immer vom Freien und die Intention ist die Geste oder Menschen zu helfen. Ihr wisst, da draußen, beziehungsweise in der Türkei und in Syrien, ist gerade Notlage. In Türkei war ein sehr, sehr schlimmes Erdbeben. Meine Message ist einfach, weil ich die Reichweite habe, beziehungsweise weil, glaube ich, sehr viele Leute dieses Video schauen. Falls ihr 1 Euro habt oder 5 Euro oder 10.000 Euro, es ist komplett egal. Das Wichtigste ist die Geste oder was dahinter steckt, weil momentan gibt es sehr, sehr viele Leute da draußen, denen es sehr viel schlechter geht als mir, euch da draußen vielleicht. Und die jetzt eure Hilfe brauchen können. Auch ich habe Geld gespendet, welcher Betrag, ist scheißegal. Meine Message ist einfach nur, und das soll nicht negativ rüberkommen, ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, falls ihr irgendwie Klamotten habt zu Hause, die ihr nicht mehr braucht, oder Sachen, wo ihr sagt, hey, die kann ich jetzt abgeben, weil es da draußen Menschen gibt, die das gerade mehr nötig haben als ich, bringt das gerne zu Stationen, die werden dann nach Türkei geliefert oder nach Syrien. Wir oder ich als Modemarke, wir haben uns auch dafür entschieden, Klamotten zu spenden und Decken zu spenden. Wir werden über 10.000 Pieces in die Türkei bringen und gucken, dass wir Leuten helfen, die gerade in diesem Moment unsere Hilfe brauchen. Deswegen werden wir Hoodies, Hosen, Decken in die Türkei liefern. Und ich hoffe, dass diese kleine Message auch euch erreicht, weil wegen euch ist das Ganze möglich. Ich bin unglaublich dankbar und jetzt ist die Zeit, den Leuten da draußen zu helfen, denen vielleicht gerade sehr, sehr schlecht geht. Deswegen, wenn ihr diese Minuten habt oder diese Sachen habt, nehmt euch diese Stunde, bringt die Sachen zu einer Station, die in die Türkei geliefert werden. Dann helft ihr Leuten, die es gerade wirklich nötig haben. Vielen, vielen Dank. Also jetzt werdet ihr, weil sich das immer sehr viele wünschen, die Klamotten an mir sehen. Und da werden jetzt ganz, ganz viele Videos so reinkommen.
ich mache gerade so TikTok-Ads, so coole, die werdet ihr auf TikTok sehen, wenn ihr mich auch auf TikTok abonniert habt. Right? Auf Vlog! Das erste Schock, wo ich Socken nicht ist. Das ist meine Schokoladenseite. Die teile ich aber nicht mit dir. Bereit? Hallo! Ich brauche einen Hoodie! Electronic Willy. Das ist ein Tesla, Leute. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das Auto hat ein Allrad, Viersitzer, Display drinnen, Lenkrad, Warnblink ist dabei, Anschneidgurt. Falls ihr mal einen Tesla haben wollt, alles das ist in diesem Auto drin. Ich glaube, ihr hattet coole Einblicke in das Shooting. Es ist, glaube ich, immer interessant, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, wie das alles abläuft. Und dann habt ihr auch so einen kleinen Eindruck. Ihr habt auch ein paar Sachen gesehen, die in nächster Zeit kommen werden. Was wir jetzt machen werden, und das ist ganz verrückt, ich habe jetzt in Nürnberg ein Streaming-Setup aufgebaut. Das heißt, ich kann jetzt in Nürnberg streamen, wenn ich im Laden bin oder irgendwie was geschäftlich irgendwie machen muss, habe ich jederzeit jetzt auch in Nürnberg ein Streaming-Setup. Und da fahre ich jetzt hin, weil wir gehen jetzt live. Kommt gerne in den... So, Leute, kommt gerne in den Stream. Es wird krachen. Es wird geil. Elijala, falls du das siehst, love you. Ja, Leute, und das gibt's auch. Das ist Sydney. Ich schaue jetzt Sydney bei der Fahrt. Digga, Sydney, kannst du mich grüßen, wenn du das siehst? Ja! Ja! Yeah, 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 yeah. Das ist jetzt das Streaming-Setup, alles noch provisorisch, also ja, es ist nicht perfekt, aber für den Anfang sehr geil. Zwei Bildschirme, hier oben ist der Chat und den Background, der wurde jetzt so leicht gemacht, hier kommt auch noch ein Ding drin hin, hier kommt auch noch ein Eli Geller-Trikot und ein Friede-Trikot hin. Eli Geller, Hertha-Zeit habe ich eins und von Sydney habe ich auch Hertha-Zeit eins. Das heißt, in diesen vier Wänden werden dann so vier Trikots hängen. Und was hier reinkommt, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht irgendwelche coolen Sachen. Also das Ganze ist alles provisorisch, aber als Ausweich-Streaming-Zimmer besser als mein eigenes. Also, das war der Stream. Wir haben, glaube ich, wir haben 4 Stunden gestreamt. Wir haben jetzt so Sydney gehostet, mein Bruderherz. Was wir jetzt noch machen werden, wir werden vielleicht noch was essen gehen, I don't know. Ich werde euch einfach mal mitnehmen und ja, war ein cooler Stream, wirklich. War wirklich ein geiler Stream. Also, wir sind jetzt auf dem Weg in so eine Bar, weil wir uns noch mit Omid treffen und noch ein paar anderen Jungs. Ich nehme euch mal mit. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es sich nicht lohnt, hier weiter zu filmen. Trotzdem mache ich es. Aber ich habe eine Message. Und das geht alle an meine Gölschner Jungsfreunde. Nächste Woche ist Karneval. Das heißt, wir gehen richtig ab. In diesem Sinne. Wow. Oh. 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 Yeah. Denn ich bin nur eine Männer, macht euren Weg. Macht den das Happy Hour, ne? Ja, klar. Ajo, nimm mit. Happy Hour. Safe. Ja, weißt du, was noch das Geile ist? Hä? Wir haben schon eine Flasche Havanna Rum drin. Ajo. Nürnberg, wie es lebt und steht. Eine Rumflasche hat sie schon drin. Benzema ist eine bessere Version, ne, Chat? 1 bis 10. Willi, hast du wirklich krass gemacht, vielen Dank. Ich sage eine 7. Wir müssen immer gut versorgt sein. Wir müssen immer das richtige Material dabei haben. Wir müssen immer vorbereitet sein. Oh, mein Bruder! Sprich auf! In die Hose, Hose! Sieh die Jacke aus! Jawohl! Jetzt geht's los, mein Bruder! Und Moment on fire bei Back-to-Back in Veteran! Oh! Eli! Moment on fire! Yo!
shorty, party, party, party. Oh, man, no fire. Na, 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 na. Vorgenommen, bis zum Maximum zu gehen, um die Zeit einfach auch miteinander zu genießen. Deswegen habe ich jetzt den Timer gestellt, der bis um 8 Uhr früh geht. Wer mitmacht, macht mit. Wer nicht, der nicht. Aber ich werde bis zum Ende da bleiben, Bruder. Ich werde bis zum Ende da bleiben. Nice, guten Abend, guten Abend. Ich kann auch ohne Akku Spaß haben. So, meine Damen und Herren, es ist ein geisteskranker, anstrengender Abend. Ich werde die ganzen Jungs jetzt noch nach Hause fahren, weil ich habe nicht einen Schluck irgendwas getrunken. Bei mir gab es Cola und Wasser. Ihr habt Omid gesehen. Geisteskrank. Der Mann hat einen Timer gestellt, noch 3 Stunden. Er hat gesagt, vor 8 Uhr geht hier keiner nach Hause. Also, und er ist immer noch da am Raven. Ihr habt die Aufnahmen gesehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch aber gefallen. Es ist ein ganz verrückter Vlog. Lasst gerne ein Like da, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal und in diesem Sinne. Also nochmal, wir holen jetzt Omid raus. Ich glaube das nicht, ne? Hi. Jetzt, geh mal bitte. Geh mir jetzt wirklich? Ja, bitte. Geisteskrank. Würdest du sagen, ich übertreibe gerade? Ja, Maximum. Ich würde sagen, wir genießen einfach die Zeit miteinander. Ich versuche das Maximum hier dabei rauszuholen. Ja. Weil Willi ist nicht so oft in Nürnberg. Ja. Und ich versuche einfach so viel Zeit mit ihm zu verbringen, wie es geht. Sehr deswegen geht das Ganze hier noch 3,5 Stunden. Viel Spaß damit. Ich sag dir offen und ehrlich, ich könnte dich hier alleine lassen, du würdest das durchziehen. Ne? Einer ist mit dir. Niemand ist mit dir. Aber was machen wir jetzt? Ja, ich geh nach, macht was mit dir. Ich gehe nach Hause. Wie? Wohin nach Hause? Nach Hause. Nach Hause geht, dann bleib ich hier, Digga. Was? Wir können nicht nach Hause gehen. Erklär mir, nenn mir 3 gute Gründe, warum ich hier bleiben sollte. Ich will nicht despektierlich wirken oder so, okay? Aber ich hätte rein theoretisch 3 Damen da drin. Ich hab gesagt, ich hab noch 2 Freunde, die sind auch Singles. Und ich hab gesagt, die machen dann das Ding untereinander aus und ich bin sie halt. Und sie hat zugestimmt. Yeah, diese lockere Playboy im Raver. Rave nochmal ganz kurz, wie du es da drin gemacht hast. Also 300 Stunden sind noch auf meine Uhr. Schau mal bitte diese Uhrzeit. Die werde ich jetzt durchziehen. 4:38 Uhr, oder? Digga, weißt das du, dass Ding wir nur. Warte mal, ich will, dass du verstehst, dass wir nur wegen dir so lange hier sind. Und ich sag wirklich ehrlich, Bruder, wer bis 4.38 Uhr im Club ist, Bruder, ist schon krass. Ja, wirklich. Was? Du wurdest heute einmal weggeschubst. Nee, mehrmals, Bro. Alles krass. Hä, mehrmals, sagt er. Nee, war geil heute, ehrlich. Ja, geil. Aber erfolgreich. Guck mal, ich geb dir einen Call und das lasst, und das kann dir keiner nehmen. Bruder, wirklich Hut ab. Du hast alles abmarschiert. Alles wie eine Eins. Ich glaube, der ganze Club kennt dich mittlerweile. Alter, das ist nächste Woche Stamm. Stammspieler. Ich sag ehrlich, wenn wir jetzt nochmal reingehen. Also ja, wie spät ist denn? Also ich also Bro, wir haben das Ganze 4:40 Uhr drüber. Aber 20 Bruder, hast du noch mit. Schau mal, ich sag ehrlich, wenn diese Lichter angehen und wir sind noch drin, Bro. Ja, das kriegt ihr nicht mit. Nee, nee, ehrlich. Hören wir uns, es geht 1, 1, 2. Nice guy, so high school musical American.